Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mad Max. So, wir hatten uns ja in der letzten Folge schon ausgesucht, was wir als nächstes in der Festung haben wollen. Und ich muss echt mal was fürs Handling tun. Ja, jetzt hing ich hier aber richtig gut fest. So. Die Kurve war ein bisschen zu eng. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Na komm, wir haben hier noch nebenbei eine Quest. Die guckt mich schon die ganze Zeit so traurig an. Jetzt hätte ich ihn beinahe überfahren. Aber nur beinahe. Wait here. Don't slay me. I carry no weight. I come from the north. Looked for shelter with Gutgash tribe. Was turned away. Better off. Here's something big is coming. Something destructo grand. Warlord Stinky Gummo is gonna bring the kill to them. Okay, 50 Schrott gekriegt. Nur weil wir mal nett sind und geschaut haben, was er da so macht. Harpune schon mal auswählen. Oh. War hier gerade komplett falsch? Nee, doch nicht. Hä? Ist immer irritierend, wenn er dann hier springen tut. Dann ist so ein Feuerchen. So, dann schauen wir doch mal. Rutschi rutsch. Ich mag ja den Sound hier von dem Magnus. So, Saint, where are we headed? Peter. Did mark the battle sites. Where can we find Sulfur? Oh, the yelly smelly? Chamnos? Yeah, Chamnos. I'll show you. Ah, verdammt. Ich dachte, ich komme da durch. Na gut, Salpeter, ja, da müssen wir uns auch mal drum kümmern. Ist ja größtenteils hier in dem Gebiet. Aber jetzt gucken wir erstmal. Sonst Schrott mitnehmen. Mit 9er Bonus. Und hier muss er irgendwo. Ach, das geht hier noch richtig rein. Was haben wir sonst noch? Wasserspeicher. Ja, nur die Wasserspeicherteile. Na gut, die werden wohl wahrscheinlich im Schiff sein. Anders glaube ich jetzt nicht, dass die jetzt hier sind. Klopf, klopf. Was? Na komm, zack. Ihr seid hier ein bisschen viele. Und knacks. Wer nicht zuschlägt, hat ein Problem. Und knacks. Ein Schlag in die Fresse und fertig. So. Nehme ich mir mal kurz das Messerchen mit. Und da haben wir auch das, was ich suche. Gut. Das erste von zwei. Dann haben wir den Wasserspeicher schon fertig. Hier haben wir nochmal was zu fressen. Brauche ich nicht. Jo, sonst ist hier auch nichts weiter. Na gut, dann gehen wir wieder nach oben. Und dann gucken wir mal, dass wir heute wenigstens den Wasserspeicher fertig kriegen. Da kommt ja jetzt noch eine große Festung. Dann müssen wir auch mal gucken, dass wir das mit dem Salpeter machen. Aber ich möchte halt eher vorher die anderen Sachen schon mal fertig haben. Madenfarm und Co. Das heißt, wir machen auch die Putzcrew, auch wenn der Online-Modus nicht mehr existiert. Einfach nur, weil wir es können. Jetzt muss ich erstmal gucken. Da unten ist das. Okay, dann haben wir aber einen Weg vor uns. So, ich kürze hier ab. Ich darf das. Hier können wir kaum abkürzen. Ist aber schöne Landschaft hier. Muss ich ja schon sagen.
So, jetzt flitzen wir hier erstmal durch und oh, da kommt mir gleich was dagegen. The spikes have got us. Oha. Na gut. Krieg nur die Tür rein. Alter, der schreddert mich ja hier jetzt fast. Ah, verdammt. Hat er mich noch erwischt? Wow. Okay, die sind ein bisschen heftiger. Warte nur darauf, dass der Modo wieder einsatzbereit ist. Na ja, komm. Toro, Toro. You done yet? Yes, 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 I try. Dann machen wir es mal so. Ah, da kommst du ja jetzt raus. Wird da sagen, daneben. So, Ruhe im Karton. Wir haben wieder 1000 Schrott gekriegt. Und das Auto ist gerade fertig. So, weg mit dir. Und einer steht da oben noch. Mal gucken. Den lassen wir da mal jetzt stehen. Ausnahmsweise. So, hier sind keine Sniper mehr. Gut. Geben wir mal wieder Gas. Ist die Harpune drin? Eigentlich könnten wir ja jetzt schon dran rumbasteln hier. Wir haben ja jetzt schon wieder 600. Dementsprechend Auspuff. Das ist jetzt für mehr Höchstgeschwindigkeit. Das könnte ja schon auch wieder ein bisschen besser sein. Die Reifen haben auch nochmal 600 gekostet, aber es wäre ja dann mehr Grip. Komme ich da ran? Nee, so nicht. Nee, gut. Dann müssen wir weiter hier. Oh, 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 oh. Bin ein bisschen falsch gefahren. So. Ist aber ja nicht so schlimm. Nächstes Mal, Sniper, bist du dran. Oh, look! That smoke! Must be what Jake talked about. Okay. Ah, das hilft uns nicht und hier sollten wir jetzt schon mal ein bisschen snipern. Okay, wir haben einiges da. Gut, der ist dran vorbeigefahren, wunderbar. An den Carrier kommen wir nicht ran. Einmal nachladen. We really should try to get our lovely magnum opus into safety, Saint. Ja, fahr uns mal ein Stück weiter ran hier. Bis jetzt hat uns ja keiner mitgekriegt, so viel Krach, wie wir gemacht haben. Ja, fahr. Flammentor, aber ich sehe leider nicht, wo wir das ausschalten könnten. Na gut, dann probieren wir trotzdem. Irgendwas konnte ich da anvisieren. Ach Mensch, jetzt habe ich es aus Versehen weggezogen.
Zieh, 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 zieh. Zieh! Ne, das war ja knapp. Eingeschränkter Bruder? Da fahre ich da einfach durch. Hallo. Keiner zu Hause? Na gut. Stay. Guard the car. Schrott wieder. Na gut. Wir haben insgesamt ein historisches. Okay. Später. Die mit ihrem Messerchen hier. So, ich kann aber auch mit Messer umgehen. Aber ein bisschen zu spät. Vergiss es. Schnitzt euch selbst. So, nächsten weg. Und nächsten weg. Und tschüss. Und du bist der Letzte. Ja, da kommt noch einer. Und grumms. Das hat auch schon mal gut gesessen. So, erstes Insignie haben wir ja auch schon gleich hier. Messer kriege ich wieder. Dann nehmen wir sie doch gleich. Einmal kaputt machen. Mal Schrott nur. Und hier haben wir gleich nochmal Schrott, habe ich mir schon gedacht. Hinten ist der War Courier. Zweimal Schrott hier nebeneinander. Nehmen wir auch. Gerne doch. Noch Insignien auch Ausschau halten. Ah. Munition. Bitte Flinte. Wasser brauche ich jetzt nicht. Okay, so weit haben wir nichts. Also. Klopf, klopf. So. Vergiss es. Vergiss es. Ui. Aua. Konnte noch nicht mal den Messerbestrafer machen. Jetzt schlagen wir mal ein bisschen mit dem Leger ein hier. Vergiss es. So, du bleibst erstmal liegen. Okay, den haben wir auch schon mal. Dann nochmal nachladen und plündern. Drei Schrott hier, Schrotmunition da. Drei Schrott hier. Hier haben wir einen Kanister. Haben wir hier rum noch? Ah, hier sind die Wasserbauteile. Das heißt, wir haben schon mal den Wasserspeicher voll. Da ist das historische Relikt. Sieht aus wie bei einer Demo. Okay, da liegt nochmal Munition. Und ich glaube, ich habe noch eine Insignie gefunden. Wunderbar. Zack, da ist sie auch im Eimer. Haben wir noch eine Insignie und dreimal Schrott. Na gut, Ölpumpe zerstören, das kriegen wir ja hin, das ist nicht schwer. Ich will jetzt erstmal hier raufklettern. Aha, na gut, und weg damit. Dann haben wir die fertig. Mhm. Ja gut, damit kommen wir nun wieder runter. Das hilft mir jetzt nicht so... Ach, hier. Manchmal anderen Blickwinkel. Will aber irgendwo schon wieder ein Schrott. Na gut, machen wir erstmal hier...
Ah, ich hab's gefunden. Boah, auch fies versteckt. Fies versteckt. Aber fies genug. So, haben wir alles. Irgendwo hatte ich hier doch auch noch einen Kanister. Da. Den werden wir mal kurz brauchen. Denn wir haben jetzt soweit alles. Das heißt, wir übernehmen das Ding jetzt. So, erstmal hier schön in dem Modderpumpe von Öl. Anzünden. Und Feuerwerk! Trotzfelsen aufgelöst. Sogar zu 100%. Na denn. So, wir haben hier aber auch gleich noch ein Fahrzeug, was ich mir gerne holen möchte. Dementsprechend, ja, gönnen wir uns das, weil das heißt definitiv, dass wir uns dann wieder was für unser Auto leisten können. Das wäre ja schon nicht so verkehrt. So, einmal runterrutschen hier. Lups. Na, die Waffen brauche ich jetzt nicht mehr. Und hier haben wir. This could work as cover. The wasteland is generous. Schrott. So, fahren wir erstmal hier ein Stück raus. Vorsichtig natürlich. So, in welche Festung bringen wir das denn am ehesten? Na, Goodgash wäre, denke ich mal, am sinnvollsten. Fahren wir jetzt hier erstmal durch. Und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt hier auch unbeschadet nicht, aber dass wir den Schrott abgeliefert kriegen. Das löst nämlich so ein bisschen immer unsere Schrottprobleme. Oh. Störung, das war nicht mit Absicht. Aber das Ding fährt sich auch wie ein Stück Müll. Okay. Der Sniper hat mich hoffentlich nicht im Blick. Nee, hat er nicht. So, wir müssen leider nach rechts. Ich fühle mich immer noch irgendwie so ein bisschen verfolgt. Jetzt nicht mehr. So. Ah, da hinten sehe ich schon endlich das Schiffchen. Ah, wir wollen ja wenigstens den Wasserspeicher jetzt noch fertig kriegen hier. Na, ich denke mal, viel schaffen wir denn zwar nicht mehr. Bis auf noch ein bisschen Ausbau. Aber besser als nichts. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. So, klopf, klopf. Ah, wieder 1000. Gut, na dann wollen wir doch auch gleich die 1000 investieren. Wir könnten ein bisschen Fahrverhalten, also sprich allgemeine Reifenhaltung. Ja, das brauche ich schon wirklich. Der Speed wird ja auch immer schneller. Da können wir jetzt gucken, Aufhängung wäre das nächste. Wir hätten für 200 oder für 300 erhöht die aufgehängte Höhe und Schutz des Fahrzeuggestells. Okay. So, dann können wir nochmal beim Booster gucken. Aber da muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Felgen. Okay, Bedrohung beseitigen. Ja, da haben wir noch nichts weiter. Und hier haben wir ja eigentlich schon das Bestmöglichste. Snipergewehr. Was hätten wir hier? Jetzt aber Kit. Zusätzliche Voraussetzungen. Okay. So, Harpune. Dafür brauchen wir das dann auf 0. Da fehlen uns noch die Minenfelder.
Was können wir hier? Oh, 300. Ah, gut. Mächtige Dampfspule. Gut, die mächtige Dampfspule, die... Ist ja nur der Einsetzer. So, dann bauen wir das Ding hier gleich mal fertig. Wasserspeicher. Wunderbar. Das heißt, das Wasser füllt sich jetzt hier auch schon mal immer wieder auf. Ach, hat keine Veränderung durchgeführt. Na gut. Das passt doch schon mal. Dann gucken wir uns jetzt schon mal das nächste aus. Ich denke mal, als nächstes würde ich die Madenfarm nehmen, ne? Mal, das wird sich doch anbieten. Go to the cap. Now. Los zum Captain. Ja, ja. Ich baue den Captain gerade hier die beste Festung wieder aus hier. Na, ich denke mal, die Madenfarm, die bringt uns momentan ein bisschen mehr. Dementsprechend markieren wir uns schon mal die Madenfarm. Zwei sehe ich. Eins und zwei, aber wo ist der dritte? Ah, da oben. Gut. Eins ist eine Festung. Oh, das könnten wir in der nächsten Folge vielleicht komplett abklappern. Gut, aber machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.